Moin seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cyberpunk 2077. Wir wollten eigentlich still und leise hier diese Basis einnehmen. Das hat leider so überhaupt nicht funktioniert. Und ja, jetzt müssen wir versuchen, hier irgendwie lebendig rauszukommen. Mal schauen. Komm schon, ich will doch nur reden. So, wir bringen die jetzt nach und nach um. Oh oh. Darauf habe ich schon lange gewartet. Ist das so, dass einer dich mit seinen Krallen kaputt macht? Das war dein tiefster Wunsch? Das Gute ist, die KI ist so doof. Können wir jetzt einen nach dem anderen wegsnacken. Weil die halt so doof sind. Okay, warte. Da kommt gleich der nächste. Alles für die Gang! Wir können ja jetzt hier erstmal, solange die nicht näher kommen, versuch mit der Sniper ein bisschen was zu reißen. Bist du tot oder was? Komm raus! Der gehört mir. Alter, so viel zum Thema still und heimlich, ne? Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Hilft ja nix. Da hinüber, ja. Los, stock im Arsch, geh schon. Heute ist dein Glückstag. Ist das so? Wo bist du denn? Hier nehmen wir platt. Erstmal wieder heilen. Hier unten eiert halt irgendwo eine rum. Und der Rest ist weit weg. Ene mene miste, ich find dich und ich feste. Okay. Ich hab da wohl gerade eine Einladung auf mein Date bekommen. Würde die das anders wahrnehmen? Ich hätte das eindeutig nur als Einladung auf ein Date jetzt wahrgenommen. Ich finde und ich wüsste. Den haben wir weg. Okay, warte. Sind gefickt, ja. Also ich auch. Ich wollte hier schleichen, weißt du? Jetzt muss ich alle platt machen. Ups. Wollte eigentlich nur einmal heilen, aber gut. Jetzt kann dir niemand mehr helfen. Aber ich muss sagen, für mich sieht das eigentlich aktuell noch ganz gut aus. Den haben wir einfach den Kopf weggeballert. Komm raus! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Der haben wir auch den Kopf weggeballert und jetzt muss immer noch hier eine sein. Zwar nicht wo. Aber sie muss ganz nah sein. Spielen wir jetzt besser verstecken? Also ich versteck mich nicht, wenn, dann bist du das. Wo bist du denn?
unter der Erde. Sie ist von der guten Seite. Ich mach's kurz und schmerzlos. Mal sehen, ich würde sagen, wir loopen jetzt erstmal. Das ist ja nur noch der eine. Der wird dann irgendwann kommen. Was hat er gesagt? Irgendwas mit Gliedmaßen abreißen. Handy ist kaputt. Darf ich all euren Loot bitte haben? Da, irgendwo da. Er ist oben. Nein. Er ist immer noch unter mir. Wo bist du, Junge? Der muss ja in diesem Tunnel sein. Anders kann das ja gar nicht angehen. Der kann ja nur in diesem Tunnel irgendwo sein. In diesem Versorgungstunnel-Schachtteil. Gehen wir eben in diesen Wagen rein. Mit die Euro-Dollars und dann kann man hier wohl irgendwie hacken. Gönnung. Eben kurz mal verbinden. So. 1C 55. 1C. Ne. 1C 55. Okay. 1C 55. 1C E9. Läuft. Okay. Die da draußen scheinen alle noch zu leben. Macht aber nix. Oh, da ist noch einer. Hat er sich da gerade tot weg ausgerutscht? Okay. Gönn dir. Da ist so eine Kamera. Hallo. Einfach kaputt machen. So. Nicht da rein? Ja. Ah, vielleicht können wir hier auch nochmal in den Versorgungstunnel. Oh, und hier gibt's Euro-Dollars. Her mit dem Krams. Und einmal meinen. So, 55, 7a brauchen wir. 55, 7a. Das machen wir erstmal. 1c, 55, 7a, 55. Boings. Das höre ich öfter. Trotzdem loote ich jetzt hier erstmal gemütlich. Das Blöde ist, wenn wir jetzt drauf gehen, weil der letzte dann irgendwie doch noch irgend so ein kranker Bastard ist. Wer ist denn das? Wo mag er sein? Er muss in irgendeinem Tunnel drin sein. Das ist wahrscheinlich der Typ, der das im Tunnel dann doch so ein Problem gemacht hätte, wäre man in den Tunnel reingekommen. Oh, die haben ja auch gegrillt, du. Den ging es richtig gut. Dem wieder looten, was das Zeug hält. Ich würde halt gerne wissen, wo du bist. Weißt du, du musst irgendwo unter der Erde sein. Und ich würde dir halt gerne eine reinhauen, weißt du? Einfach nur, damit diese Musik aufhört, weil der schrabbelt und schrabbelt und schrabbelt hier natürlich jetzt. Ach, guck mal hier. Okay, hier gibt's nur Loot. Ich dachte vielleicht auch, das wäre der Zugang zu dem Tunnel.
Okay, da hat sich einer seine heiße Pfanne mit Suppe neben das Bett gelegt oder was auch immer das ist. Irgendwas. Ja, ja, das höre ich schon die ganze Zeit. Gönn dir, wenn du meinst. Wenn du meinst, dass du ein krasser Typ bist, dann ist das so. Wir versuchen derweil jetzt mal Infos rauszukriegen. Hier oben ist auf jeden Fall noch einer zum Looten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen der Vorteil dadurch, dass wir jetzt dann doch auf dem lauten Weg sind. Wir können alles looten, ne? Aber die dürfen wir nicht absprechen. Ich habe es versucht, immerhin, ne? Ich wollte ja nicht ahnen, dass die da dann irgendwann routinemäßig mal in den Raum reinlatschen und meinen, Alter! Mal gucken, was hier so abgeht. Hä? Wieso ist der tot? Alarm! Dann war es das halt mit leise sein. Kann ja nicht immer klappen. Boah, lass dir mal Zeit, du. Ich muss immer gucken, was hier abgeht. Lokales Netzwerk, Überwachungssystem ausschalten. Dateien, aktueller Bedarf, Gliedmaßenqualität egal. Chipsocket, Prozessoren, Bioadapter unbeschädigt oder wenigstens fast. Optik funktionstüchtig, Exoskelett, Zustand egal. Bring uns keine D-Links oder Düsen mehr. Wir brauchen die nicht. Ihr bekommt nichts dafür und kriegst da auch nicht zurück. Punkt. Aufklärungsbericht. Das Land ist gut für häufige Raubzüge. Hier gibt es fast keine Koldos und die Militech-Patrouillen kleben an ihren Anlagen wie Fliegen an der Scheiße. Wir sind aber auf ein paar schwer bewaffnete Breaker gestoßen. Sie trauen sich immer weiter ins Gebiet. Wie sieht die Strategie aus? Ignorieren? Wegen der Breaker. Wie du weißt, mussten wir wegen der schlechten Streifzüge im Süden mit anderen roughen Gruppen zusammenarbeiten. Aber das ist auch schon alles. Außerhalb von NC ist niemand stärker als wir. Falls uns irgendwer für die verdammte Wohlfahrt hält, weißt du, was zu tun ist. Das ist unser Gebiet. Ihr Erbe, dringende Antwort benötigt. Sehr geehrte Frau, mein Name ist irgendwas. Ja, ja, ja. Und Pornobidi. Okay. Sieh dir die Sicherheitsaufnahmen an. Wie geht das? Da ist er doch. Irgendwo im Keller. Upsala, okay, wir müssen jetzt nur in den Keller reinkommen. Verlassen. Ja, ja. Irgendwo muss es hier runtergehen. Da sehe ich eine Treppe. Da ist die Treppe. Ah. Sie ist von der guten Seite. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sprich dein letztes Gebet. Eben weggeschnetzelt den Jungen. So, jetzt ist hier doch hoffentlich mal Ruhe, oder was? Das dürfte es gewesen sein mit Gegnern. Während eines Kampfes nicht möglich. Welcher Kampf? Egal. Offiziell ist hier noch Kampf. Oh, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Oh. Tot. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffin! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Nee, die wollten Gliedmaßen haben. Voll abgefuckt, Alter. Kann ich jetzt speichern? Nein. Muss ich mich irgendwie heilen? Sicher ist sicher. Eben kurz gucken, ob hier noch was ist. Dateien. Aktueller Bedarf hatten wir schon. Nachrichten. Aufklärungsbericht. Ja, hatten wir alles schon. Ne, okay. Nichts Neues hier. Okay. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde.
Machen wir. So. Deine Zigarre? Eine Zigarre? Ja. Euch Scheißern doch gesagt. Eine Zigarre. Eisgekühlter Fusel. Und ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Ich bin mit Panem hier. Wir holen dich hier raus. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panem hier. Panem? Aber... Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Söldner. Söldner. Genau. Ich will mal einen Tee nachschenken hier. So, ich befreie dich gleich. Oh, lass mich eben kurz noch das seltene Material hier einsammeln. Oder die Waffe. Oh, und da... fahre ich wieder wie ein Irrer durch die Gegend. So, befreien wir ihn mal. Superjet benutzen. Kannst du allein gehen? Ne, komm hier rein mit dem Ding. Die Familie wartet. Oh, jetzt geht's ihm auch wieder. Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre. Mach dich auf was gefasst. Gesellschaft. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Absolute Shitshow hier unten. Den Fehler wirst du noch bereuen. Ich weiß. Verlass das Gebäude. Ich bin gleich da. Jo, machen uns auf den Weg. Okay, wir müssen uns hier vorsichtig rausarbeiten, Saul. Also man wäre hier dann am Ende doch nicht ohne Schusswechsel rausgekommen, so wie es aussieht. Insofern bin ich dann doch gar nicht mehr so traurig. Bist du noch dabei? Junge, komm. Die Kavallerie galoppiert! Lenker! Haupttor! Bereit machen! Ich schnetze mich mal weiter durch. Das ist so kaputt. Aber aller Liebe, Alter, was ist denn los mit den Dingern? Klar, du musst zwischendurch mal ein bisschen Heilung einatmen, aber jetzt mal ernsthaft, ne? Du schnetzelst hier einfach wie durch Butter durch die Gegner. Es ist total irre. Komplett Banane. Na, warte, den holen wir uns. Hier einmal wieder Heilung reinknöpfen. Und uns geht's wieder gut. Oh, ich habe die Arme abgeschnitten. Voll abartig. Okay, ich steig hinten in den Wagen ein. Ja, warte, ich muss erstmal noch looten. Also so gut es geht, es ist meistens etwas schwierig, Leute zu looten. Na komm schon. Ah, oh, das ist so nervig, dann lassen wir es halt, komm. Schnell, springt hinten rein. Jo, auf geht's. Das war aufregend. Panem, du machst einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Auch wieder wahr. Den Blutgeruch? Was? Sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Jetzt kannst du was erleben. Oh oh. Wir müssen sie loswerden. Oh oh. Kann man die Gurte auch zerficken. Leck mich, Saul! Mehr krieg ich aus der Höhle nicht raus! Schüttel die Wichser ab! Mach dich bereit. Greif mich an! Der Knarre wird das nichts. Alter Kaldos! Ja, geil, wie ich da nicht durchgucken kann. Nice. Scheiße, das sind mehr! Mach dich was
darin kalt. Verlass die Straße. Ich versuch's, aber ich kann leider nicht richtig zielen, weil das Scheißding nicht transparent ist. Brauchen einen Unterschlupf. Weiß verdammt. In der Nähe ist eine verlassene Farm. Da bring ich dich hin. Das kann mir auch voll knicken. Versteckte Scheiße. Mein Kopf. Unbedingt. Das wird so nix. Geht, glaube ich, nicht. Wir haben noch nicht das richtige Implantat dafür. Wir müssen kurz die Waffe wechseln. Das hat keinen Sinn hier. Das ist zwar ein cooles Sturmgewehr, aber hilft uns jetzt gerade nicht. Maschinenpistole 238, 341. Hier, die ist gut. Nehmen wir erstmal die. Okay. Sicht. Nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Das war intens. Danke. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Irgendwie. Wir brauchen als nächstes echt so ein Implantat für diese Smart-Waffen. Aber ich glaube, wir waren zu dumm dafür, ne? Wo fahren wir jetzt hin? Zurück in die Base oder was? Ich habe so viel von den Leuten kalt gemacht, das war sehr irre. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus. Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Hoffen wir das Beste. Oh, okay, ich steig aus dem Van. Schnell. Jo, raus hier. Au. Oh. Ich muss mal durchatmen. Das war verstörend. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Bisschen dunkel hier drin, aber gut. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fang hier drin an. Jo, geht los, aber jetzt machen wir erstmal so einen kleinen gemütlichen Break, meine Lieben. Ihr habt den Horn kriegen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen noch eine kleine Pause. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.